klassische Form der Fliegerei ist natürlich die Flächenfliegerei. Und die entstand aus der Wasserfliegerei. Die ersten Flieger, vor allem beim Militär, waren Wasserflieger. Und auch die Bezeichnungen aus der Fliegerei kommen von der Marine, also Captain und an Bord gehen. Und also diese ganzen Bezeichnungen sind von der Marine geliehen eigentlich. Und auch die österreichische Fluggesellschaft ÖLAG vor dem Zweiten Weltkrieg hatte als Bodenpersonal Leute, die Matrosenanzüge trugen. So grotesk das heute klingt. Aber heute haben ja auch die Mannschaften Uniformen, die ein wenig an die Schifffahrt erinnern. Und jetzt möchten wir Ihnen ein Amphibienflugzeug vorstellen, die Amphibien Cessna von den Flying Bulls. Ein ziviles Flugzeug, das am Wasser und in der Luft alles kann. Und danach eine North American Trojan. Ein tolles Flugzeug. Bleiben Sie dran. Sportflugzeuge genießen in der Fliegerei einen besonders hohen Stellenwert. Meist einmotorig sind sie ein fixer Bestandteil am Himmel. Cessna, eine bekannte Marke unter den Herstellern dieser Flugzeugkategorie, hat auch ein beliebtes Wasserflugzeug im Programm. Die Cessna 208 Amphibian Caravan ist das größte einmotorige Wasserflugzeug der Welt. 11,90 Meter lang, mit einer Kabinenlänge von 3,70 Meter kann sie bis zu 14 Passagiere befördern oder je nach Version bis zu 1386 Kilogramm Nutzlast tragen. Mit ihrem 600 PS starken Turboprop-Triebwerk kann sie pro Minute um 340 Meter steigen. Dann geht es mit 260 km/h Reisegeschwindigkeit durch die Lüfte. Mit einer Reichweite von 1463 Kilometern lassen sich auch große Distanzen überwinden. Diese moderne Cessna 208 ist eines der sichersten einmotorigen Flugzeuge und lässt sich auch sehr wirtschaftlich betreiben, was in der heutigen Zeit immer wichtiger ist. Im Aircraft Park der Flying Bulls ist dieses Wasserflugzeug gut aufgehoben und bei verschiedenen Veranstaltungen zu sehen. Denn Wasserflugzeuge sind in Österreich relativ selten. Ein ganz anderes Flugzeug vom Hangar 7 in Salzburg ist North American T-28B Trojan. Dieses Flugzeug stammt aus den 50er Jahren und ist bei den Flying Bulls heute noch im Einsatz. Es wurde in den 50er und frühen 60er Jahren bei der US Navy als Schulungs- und leichtes Kampfflugzeug eingesetzt. Diese kunstflugtaugliche Trojan zeigt auch heute noch, was sie kann. Mit 10 Metern Länge und einer Spannweite von 12,4 Metern ist sie relativ kompakt. Das macht den ehemaligen Navy-Flieger wendig und der 9-Zylinder-Sternmotor von Curtiss Wright leistet auch heute noch seine 1400 PS. Dieser bewährte Flugzeugmotor macht sie bis 630 km/h schnell und erlaubt eine Reisegeschwindigkeit von 400 km/h. Die North American 28B Trojan stellt die Keimzelle historischer Flugzeuge der Flying Bulls dar. Es ist nach wie vor ein audiovisuelles Vergnügen, wenn sie mit ihrem unvergleichlichen Sound ihre Kurven durch die Lüfte zieht. Man kann nur hoffen, dass sie dies noch lange tun wird. Wie wir wissen, hat mittlerweile die Fliegerei den Weltraum erobert. Und wie Sie wissen, gibt es in unserer Sendung immer eine kleine Chronik der Weltraumfahrt. Diesmal berichten wir allerdings von einer Tragödie. Und diese Tragödie hat einen Namen: Challenger. Nachdem die NASA ihr Apollo-Programm vollendete, konzentrierte man sich auf das Space Shuttle-Projekt. Vor allem deshalb, weil wiederverwendbare Raumfähren der NASA kostengünstiger erscheinen als Raketen. Es waren schon 24 Shuttle-Flüge erfolgreich absolviert worden, deshalb hatte man auch beim 25. keine Bedenken. Obwohl die Zeichen schon im Vorfeld der Mission nicht besonders gut standen. Die beiden Feststoffraketen der Startphase werden nach dem Ausbrennen abgesprengt und landen im Meer. Sie werden geborgen und deren Hülle wird wieder verwendet.
Das ist relativ unproblematisch, wenn man bei den neuen Raketen die Vorschriften des Herstellers Morten Thiokol beachtet hätte. Denn dort wusste man, dass die Dichtungsringe der Rakete bei Temperaturen unter 11 Grad Probleme machen. Trotzdem entschied sich die NASA am 28. Jänner 1986 für den Start. Eine fatale Entscheidung. Vor dem Start war die Crew noch guter Dinge. Sollte doch erstmals eine Lehrerin, Krista McAuliffe, eine Stunde vom Weltall aus Unterricht abhalten. Deshalb war das Medieninteresse auch sehr groß. Als die Challenger um 16.38 Uhr Ortszeit abhob, nahm das Unglück seinen Lauf. Alle Systeme standen auf Go und so zündete man diese 25. Space Shuttle Mission. Einer der O-Ringe der rechten Feststoffrakete verlor in der Nacht vor dem Start seine Elastizität und führte zu einer Erosion. Nach einigen Sekunden der ersten Flugphase bemerkte man, dass Flammen der Rakete nicht nur nach unten austraten, sondern auch seitlich. Das bedeutete, dass sie den Tank der Haupttriebwerke immer mehr erhitzten und schließlich aufrissen. 74 Sekunden nach dem Start dann das Unvermeidliche. Der Haupttank explodierte. Die linke Feststoffrakete suchte sich einen neuen Weg, bevor sie ins Meer stürzte. Das Cockpit der Raumfähre wurde durch die Explosion ebenfalls abgesprengt, was der gesamten Crew das Leben kostete. Denn an ein Rettungssystem für das Cockpit hatte die NASA nicht gedacht. Und so nahm eine der größten Katastrophen der Raumfahrt ihren Lauf. Ob Ballon, Hubschrauber oder Space Shuttle, letztlich geht es um die Überwindung der Schwerkraft. Und die ist ja, wie wir wissen, ein Klotz am Bein des Menschen. Wir wünschen Ihnen die Überwindung der Schwerkraft und Glück ab, gut Land, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Back to the penalty box and hold. Your gate is occupied next to the 757. Diese Sendung widmete Ihnen Saab und Einsatzprint.